ging es für mich in Stage 2, gestartetes die mit dem Fünfsprung und dann musste man hier an der Wand an dem Rohr entlang hangeln, das Seil rausziehen und ab auf die Box. Jetzt wurde es ein bisschen tricky, denn man musste mit dem Slider direkt an den Hangelträger springen. Anschließend war meine Ausdauer gefragt, denn die Passage, die jetzt kam, hieß viel und lange hängen. Zunächst musste ich mich allerdings erstmal umdrehen, denn mit den Füßen voraus wäre dieses Hindernis echt schwierig geworden. Dann ging es rüber zum zweiten Hangelträger, unten entlang hangeln, hinten wieder hoch und dann konnte ich das erste Mal wieder durchatmen. Da man an diesem Hindernis zum Glück die Füße benutzen konnte, war ich gar nicht so platt, wie ich vorher gedacht hätte. Hab dann ein paar Mal die Arme ausgeschüttelt und bin dann direkt weiter in den Cliffhanger gegangen. Jetzt waren natürlich keine Füße mehr erlaubt. Das hieß Zähne zusammenbeißen, im Rhythmus bleiben und bis zum Ende durchhangeln. Da wir in letzter Zeit viel an Leisten gehangen haben, stellte auch dieses Hindernis für mich kein Problem dar. Einmal noch schön nach vorne kicken und dismount. Vor dem Tunnelsprung habe ich mir dann noch mal ein bisschen Zeit genommen, um mir die Schuhe sauber zu machen. Denn wer hier rutschige Schuhe hat, der hatte schlechte Karten. Nach der Cane kam dann die Rolling Log. Die habe ich zwar verkackt, aber konnte mich trotzdem als viertbeste Frau für die nächste Runde qualifizieren.